Hey Leute, Dashcoin Crypto Show 1191, heute am Mittwoch, den 21. Montag war ich ja ein bisschen busy, da hat es nicht geklappt mit dem Video, aber heute sind wir zurück mit ein paar coolen News und sprechen ein bisschen über BlackRock, über die Deutsche Bank und über Doquan von Terra. Starten wir mit dem Preis und ja, man muss sich ja wirklich die Augen reiben. Bitcoin geht Richtung 30.000. Wir stehen bei 28.885. Und ja, hatten hier mit einem schönen Jump von über 8% jetzt gesehen. Sehr, sehr cool. Die Frage ist, warum? Warum ist der Bitcoin-Preis nach oben gejumpt und hat den Kryptomarkt mitgezogen? Ich vermute, es liegt an den ETFs. Und ihr alle wisst, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat ja einen Bitcoin-ETF-Antrag gestellt. Und ja, jetzt gibt es weitere Nachzügler. Also BlackRock hat wieder den Optimismus zurückgebracht, was die ja, ETF, Bitcoin-ETF-Geschichte in den USA betrifft. Und wir haben hier WisdomTree und Invesco, die auch jetzt hier einen ETF, Bitcoin-ETF rausbringen wollen. Und WisdomTree ist eine Management-Firma aus New York, ja. Die wollen hier jetzt Gas geben. Die hatten schon mal einen Bitcoin-ETF beantragt. Ja. Der wurde natürlich abgelehnt von der SEC. Wie alles andere bisher auch. Ja. Dezember 2021 war das. Der zweite Antrag von WisdomTree natürlich abgelehnt im Oktober 2022. Ja, wegen Fraud and Manipulation, Market Manipulation Concerns. Ja, das war die Aussage der SEC. Und nicht, aber ich sag mal so, WisdomTree hat ungefähr 83 Milliarden Dollar in Assets unter Verwaltung, also schon ordentlich was im Portfolio bei denen, ja. Kurz nachdem WisdomTree das bekannt gegeben hat mit dem ETF, kam ja der Investment Global Investment Manager von Invesco, ja, die haben auch eine Application jetzt reactivated, heißt es, ein Bitcoin ETF und ja. Also anscheinend so der Optimismus wirklich wieder zurück sein. Warum sind jetzt so schnell zwei neue weitere Bitcoin-ETF-Anträge reingegangen? Ja, gute Frage. Ich würde vermuten, weil BlackRock hier einfach den Weg geebnet hat. Und BlackRock, ja, hat hier einen ziemlich krassen Track Record, nämlich wenn es um ja, Genehmigungen von ETFs geht. Sie haben 576 ETFs beantragt, 575 wurden genehmigt, einer wurde abgelehnt. Also ich würde sagen, ziemlich gutes Ergebnis. Viele rechnen damit, dass ja BlackRock hier jetzt das durchbekommt und ich bin sehr gespannt, ja, was dann passiert. Und ja, WisdomTree und Invesco, die wollen da einfach wahrscheinlich dann mitziehen und dann wäre es endlich soweit, ja, dass die USA ihren ersten Bitcoin-ETF hat, ja. Dann haben wir auch jetzt hier von Fidelity Investments, die haben über 4,9 Billionen in Assets an der Verwaltung. Auch die werden wahrscheinlich einen Bitcoin-ETF beantragen. Also es tut sich wirklich was in der Branche. Ich bin sehr gespannt, ja, wann hier das nächste Ergebnis kommt. Und vor allem, was bei BlackRock passiert, ich glaube, das wird dann die Richtung vorgeben. Von den USA gehen wir nach Deutschland, denn hier tut sich auch was. Die Deutsche Bank beantragt eine Kryptoverwahrlizenz. Also Deutsche Bank, ich sag da mal lieber nichts zu Deutschen Bank, ja. Da könnt ihr mal googeln, was die schon für Strafen hatten in der Vergangenheit, was die alle schon so gemacht haben, wie der Aktienkurs aussieht. Aber nichtsdestotrotz, ja, sie haben eine Verwahrlizenz beantragt. Und das ist ja auch so eine Theorie, ja. Viele sagen, die SEC ist so hart, lehnt alles ab und verklagt alles und jeden, um halt ja die alten etablierten Krypto-Player ein bisschen in Bedrängnis zu bringen, um Platz zu schaffen für die Player wie BlackRock und Co. aus der alten Finanzwelt. Aber das war halt mal, müssen wir erstmal abwarten. Auf jeden Fall wollen die hier von der Deutschen Bank jetzt auch eine Krypto-Verwahrlizenz haben. Wollen dann unter Umständen ja Kryptos zum Handel anbieten. Das wird sich dann zeigen. Wir haben es ja bei der N26 gesehen, die es mit Bitpanda gemacht haben. Oder auch ein paar Volksbanken sind aktiv bezüglich Krypto. Ja, aber so eine Lizenz von der BaFin, das dauert im Schnitt über ein Jahr. Also die werden sich wahrscheinlich da ein bisschen Zeit nehmen. Und wir haben eh relativ wenige Unternehmen in Deutschland, die eine Lizenz von der BaFin erhalten haben. Bitpanda, Coinbase. Das Fintech Finor hat eins, ja, und noch ein paar andere. Und
Diese lange Zeit, die die Behörde benötigt, ja, ist halt eine gute Frage. Brauchen Sie so viel Zeit, um das besonders gründlich zu prüfen, oder lassen Sie sich grundsätzlich Zeit? Ja, let's wait and see. Die Deka Bank hat auch eine Lizenz im Februar beantragt. Die will sich aber auf institutionelle Kunden konzentrieren. Und im Schnitt, ja, braucht die BaFin 482 Tage, also deutlich über ein Jahr, ja, um hier so eine BaFin-Lizenz zu erteilen. Ja, let's wait and see. Letztes Thema ist Do Kwon, ja, der ehemalige Terra-CEO. Der musste jetzt 4 Monate in Montenegro ins Gefängnis. Warum? Er hat versucht, mit einem Private Jet auszureisen. Das war aber nicht so schlimm, sondern mit einem gefälschten Ausweis aus Costa Rica. Ja. Und er ist sich da keiner Schuld bewusst, so wie er sagt. Das ist so ein Standardprozedere. Also für reiche Leute kann man in Costa Rica, ich weiß nicht, da gibt es so einen Golden Passport oder Golden Visa, ja, da kann man Immobilien und sonstiges kaufen. Dann kriegt man dort halt einen Pass ausgestellt. Und das hat er angeblich über eine Firma in Singapur gemacht. Und anscheinend ist dieser Passport ein Fake. Ja? Also ziemlich mies. Auch sein Kollege Han Chan-yon, der hat auch einen gefälschten Costa Rica-Passport gehabt, der ist auch mit im Gefängnis jetzt, ja, 4 Monate. Weiß nicht, was danach passiert. Er wird auf jeden Fall, so wie es scheint, dann in die USA ausgeliefert. Die warten ja darauf, ja. Natürlich, Südkorea will ihn auch. Ja. Also jeder will Do Kwon haben. Mal gucken, was dann wirklich hier passiert, wohin er ausgeliefert wird. Aber jetzt sitzt er erstmal im Gefängnis in Montenegro. Ich glaube, in Montenegro, ja, ist bestimmt nicht so cool. Zum Schluss guck mal, Markt. Ja, wir stehen bei 1 Billion 134 Milliarden. Bitcoin Dominance fast bei 50%. Ja, 49,3, nicht schlecht, nicht schlecht. Bitcoin 7,6% zugelegt in den letzten 24 Stunden. ETH 4,7%, steht bei 1800. BNB auch mal wieder ein bisschen zugelegt. 3,5% bei 249 Dollar. Cardano auch über 7%. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Top-Gewinner letzten 24 Stunden, Bitcoin Cash. Ja, 24% zugelegt, steht bei 132 Dollar. Top-Verlierer ist Tether Gold, steht bei, ja, 1983, 0,7% minus. Also hat Gold ein bisschen nachgegeben. Also Leute, das war's von mir. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und dann sehen wir uns, ja, bald wieder im nächsten Video. Bis dahin, wie immer, mothered you, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil, Bitcoin and cryptocurrency. We trust. Bam.